Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme. Hallo. Voll motiviert. Guten Tag. Es hat sich wieder sau viel verändert hier. Der Bahnhof ist quasi fertig. Der Weihnachtsmarkt, ich weiß gar nicht, ob man den in der Aufnahme überhaupt gesehen hatte, dass es Weihnachtsmarkt war, ist wieder umgebaut worden zum normalen Markt. Bahnhof ist soweit vernetzt. Soweit es geht halt, ne? Zeige ich jetzt nicht alles extra, weil jedes Mal zum Beginn einer Aufnahme zu zeigen, was hier alles passiert ist, da bin ich jedes Mal mit Stunden beschäftigt. Ja, es gibt mittlerweile 3 Häuser in der Stadt, das große gelbe Haus da hinten. Komm, Chris, sag es dazu, sag es. Ja. Okay. Das ist viel zu groß. Okay, jetzt kam sein. Weißt du, es ist einfach, ich hab's aufgegeben, weißt du? Dich zur Vernunft zu bringen, da hab ich aufgegeben. Warte, ich geh mal kurz durch den Park, ich zeig das mal kurz. Ach ja, den Park gibt es jetzt hier auch. Bring dich um! So, viele sagen, dass das hier zu hoch ist. Natürlich ist das, das sieht so scheiße aus. Ich kann das nicht mal von vorne schön zeigen, weil die ganzen Bäume jetzt im Weg sind vom Park. Schön, das lässt du schön zeigen? Alter. Mit Kotzen. Ich bin noch falsch hinlaufen. Aber ansonsten ist alles okay. Ja, hier so ein blaues Häuschen. Dann daneben das Backsteinhäuschen ist jetzt mein Haus. Mein Haus, Haus. Ich und mein Haus. Ja, hab hier drinnen noch nichts gebaut, nur oben das Lager habe ich mal so ein bisschen angefangen. Apropos Lager, ich kann ja meine ganzen Sachen mal loswerden. Jetzt weiß ich, wo ich hier bin. Ach ja, und jetzt weiß ich, in welcher Höhle ich war. Ach ja. Das ist das Haus von Clemens. Leck. Du bist auf Clemens Spuren. Nö, Clemens hat ja höchstwahrscheinlich mit Alex ein Haus gebaut. Es ist das Ding, was so in einer riesen Wendeltreppe quasi nach unten gebaut wurde. Genau. Ach, das ist von Clemens. Das ist das Ding, was an, wo du auch über dieses Untergrundsystem irgendwo zu Christian laufen kannst. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich hab's einmal geschafft und mit dem nie wieder. Da hat er auch die ganzen Sachen her. Deswegen habe ich schon auch immer gewundert, als ich ihn mal beobachtet habe beim Spielen, warum er so eine riesige scheiß Wendeltreppe baut, die einfach asozial und scheiße aussieht. Ey, was hast du für ein Haus? Ich wohne auf einer Wendeltreppe. Ja, voll asozial. Die sieht scheiße aus. So. Ja. Bisschen sortieren. Was kann alles noch weg? Alter. Also. Ich habe jetzt ernsthaft, damit ein bisschen Musik im Hintergrund ist, die Live in the Woods Playlist gemacht von Gronkh. Jetzt ist einfach gerade so eine klassisch Piano-Scheiße am Laufen. Hast du kein Piano? Doch, aber es ist gerade voll komisch. Mario, weißt du, was du im Hintergrund laufen lassen solltest? Jetzt kommt's. Gronkhs Minecraft-Let's Play. Da musst du selber nichts mehr sagen, die Leute sind unterhalten. Ich musste zuhören, was gesagt wird und dahin rennen. Hier haben wir eine Wüste. Scheiße, ich bin ein Schneebi, und ich muss da schnell hin. da hinten hatte ich noch ein paar Sachen. Nee, der redet ja sowieso die ganze Zeit über Gott und die Welt. Ja. Stimmt. Denken die Leute, du willst über Gott und die Welt reden. Das ist eine coole Idee. Das würde niemandem auffallen. Oh. Wo habe ich die Flint-Dinge abgelegt? Hab ich die bei Gravity? Meistens Leute haben wir gar nicht im Zuge, die haben einfach nur. Ja. Sind dabei eingepennt. Genau. Ist ja wieder Tag, ist ja geil. 4 Millionen Abonnenten, easy. Bei Gronkh kannst du echt gut einpennen. Ist jetzt nicht, bezogen, nicht bezogen darauf, dass das Let's Play irgendwie so komisch ist, aber nein, das, wenn du einpennst und du hast den Stream am Laufen oder guckst dir gerade an, es ist echt geil. Wieso willst du bei Gronkh einpennen? weil er sonst nicht schlafen kann. Nein, ich muss die Stimme hören. Also als Einschlafmusik, ne? Ist jetzt die Eltern von morgen, die spielen keine Nacht, also für ihre kleinen Kids, die spielen keine Lieder ab, sondern die spielen einfach so ein Let's Play von Gronkh an, damit die einschlafen. Oder die lesen ein Let's Play vor. So, ich weiß gar nicht, wie soll ich denn jetzt meine Station bauen? Ja, ich baue jetzt auch endlich meine Station. Ja, auch das zu ganz, glauben. Stimmt, das ganze U-Bahn-Netz, das ist ja auch schon so gut wie fertig. Es sei denn, es kommen so immer wieder gut. Neue Spieler hier auf dem Server. Oh Mann. Ja, willst du denn auch einen eigenen Bahnhof haben? Wie bitte? Willst du denn auch einen eigenen Bahnhof haben? Ne, ich brauche nicht. Wofür? Danke. Ich bin ja so nah daran, dass ich brauche nichts.
Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ein kleines Haus. Kannst du gerne haben, wenn du willst, ne? Nachher wofür? Macht das keine großen Umstände. Nein. Nein, wofür dann? Nein, ich mag das. Wenn ich jetzt am Arsch der Welt wohnen würde, dann würde ich gerne ein Netz haben. Aber ich wohne hier in der Nähe, also dann brauche ich es ja nicht. Kann ich auch genauso laufen. Kein Haus am Arsch der Welt. Der wofür? Der braucht das einfach für einen Sinn in seinem Leben. Schnauze. Genau ja, so dann kann genau ich das so gerne kann ich auch so eine riesen U-Bahn einfach zum Dschungelbiom hinsetzen. Ja. Das wäre eine Idee. Und wie gesagt, meine Idee, ich habe die Idee mit dem Nether. Du baust einfach durch den Nether die Bahn. Durch das. Also Nether. Mario, klar. Mach das so, ne? Moment, ich probiere mir gerade eine Schaltplatte zu organisieren. Oh, und ich baue die Weiche zum Dschungel. Ich würde mir gerne eine Schaltplatte organisieren, aber das wird nix! Das Frage, wie macht man nochmal Bilder? Wolle und 8 Sticks. Leder, glaube ich, oder? Ne, Leder ist für den Bilderrahmen, ne? Ja. Wie viel Wolle? Ein Stück Wolle. Alter, ich kann mir diese Klassikmusik gerade nicht geben. Brauchst du so Heavy Metal, so. Das ist so Beethoven-Art quasi. Du meinst klassische ja, Musik? Ja, aber so richtig Oldschool-Klassik. Es gibt also Klassik und richtig Oldschool-Klassik? Ja. Genau. Vergaß. Okay. Hallo. Hallo, Chris. Ah, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Weißt du nicht, du weißt gar nichts. Quasi so komplett geschlossen oder soll es hinten offen sein? Nehmen wir nochmal ein bisschen Wolle, ne? Okay. Oh, hier und da noch ein paar Sachen. Nee, ist das eigentlich egal, was ich für eine Wolle nehme dafür? Ja, Hauptsache du färbst sie nicht wieder um. So. Was hast du gesagt, Mario? Was? Was hast du gesagt? Ob das hinten offen sein soll, das war nur eine Frage. Nein, das mit der Wolle. So, ja, ich nehme mal an, er wollte bei mir die Wolle nehmen. Nein, er wollte einfach Wolle haben für sein Bild. Ach so, lol. Entschuldigung. Ich habe so ein Gefühl, dass ich mehr Holz brauche. Mehr Holz, mehr Energie. Und zwar wesentlich viel mehr Holz. Mehr Energie. Mehr Hass. Reicht uns doch nicht mehr Hass. Christian? Ja? Ist die Wolle bei den Schafen noch wieder nachgewachsen? Die rote? Wahrscheinlich. Kontrollier das nicht. Okay. Ich bin anderweitig beschäftigt. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Dann werde ich gleich nochmal kurz drüber schauen. Wo das? Ich brauche demnächst echt mal wirklich Schweine wegen. Es gibt doch diesen Erfolg mit den Schweinereiten. Deswegen brauche ich erst eine Schweinefarm. Ich kann nicht einfach irgendwie so ein Schwein nehmen, ich brauche eine Schweinefarm. Geht das nicht? Du willst also Schweine reiten? Ja, das gibt's doch als Erfolg, oder? Da gibt's das nicht mehr. Okay. Du musst mit Schwein reiten und dann halt sterben. Oder das Schwein muss sterben. Ich weiß gar nicht mal, ob es das überhaupt noch gibt. Nee, diesen Erfolg gibt's hier gar nicht mehr, fuck. Diesen gibt's nicht mehr, außer kommt später noch. Also Moment sehe ich ihn gerade nicht. Welchen? Das mit den Schweinreiten? Ja. Meinst du jetzt? Ich sehe das hier gar nicht mehr jetzt. Muss ich mal ganz kurz raustappen. Erfolg. Eigentlich müsste es den geben. Da müsste wahrscheinlich dann irgendwie bei Landwirtschaft sein, im Moment habe ich da nur noch. Ja, die haben das ganze System ja neu gemacht, deswegen gibt es das vielleicht nicht mehr. Also wenn ich jetzt Einzelspielermodus mache, gibt es das noch zumindest auf der 1.8.9 Version. Ja, hier glaube ich nicht mehr. Also wenn, dann wird das vielleicht später noch freigelegt, aber ich müsste erstmal alle Tierarten vermehren, da brauche ich noch 5 von 10 Tierarten, muss ich noch vermehren. Und Gott, ausgewogene Ernährung. 17 von 35 Sachen habe ich gegessen. Chris? Scheiße, ja? Hast du vielleicht eine Axt übrig, die du nicht mehr brauchst? So eine Axt? Ja. Ich hab eine Axt. So eine Axt zum Bäume fällen. Ich hab zwei Axt. Momentan nicht. Du kannst dir aber eine aus meinen Rohstoffen craften. Cool. Sofern es nur Eisen ist und nicht Diamant. Okay. Ist okay. Ich hab Eisen. Ich hab Ja, aber er ist nicht bei mir, deswegen. Ich bin direkt hier bei Chris. Hallo Chris. Ach so. Wo ist denn Eisen?
Da wo Eisenbahn steht. Da wo Eisenbahn. Komm zurück. Ich muss erstmal gucken, wo das hier überhaupt steht. Hallo, hier, wo ich hinguck. Ah. Warst du schon mal hier? Ja, aber ich merke mir doch nicht den Inhalt deiner Kisten, wo die stehen. Natürlich. Sticks. Hast du schon den Leuten Sam gezeigt? Ich glaube noch nicht. Man hat ihn aber gerade gehört. Ja. Das ist Sam. Sam ist User cool. Joined your channel. Hallo. Ja, hallo Michi. Michi. Ja. Für dich die Info, wir zocken gerade Minecraft und wir nehmen auf. Krass. Ja. Hallo YouTube. Was geht? Und es ist nicht Clemens, der hier ist. Guten Tag. Ah. Leon, hallo. Genau. Ja, genau. Alter, wo hast du ihr Holz? Ganz hinten durch. Ich hab sogar Sticks alleine, das ist ganz bei diverse Holzerzeuger. Ah, da. Diverse Holzerzeuger, das ist. Jetzt muss ich wieder da hinten hinrennen zu der Crafting Bank wahrscheinlich. Ja. Gut, dass ich überhaupt da eine aufgestellt habe. Juhu, ich hab da Angst. Ja. So, wo ist Sammy Boy? Was? Wo ist Sammy Boy? Sammy Boy, ah. Hier oben. Oben. Was denn? Guck mal, brauchst du einen Kaktus? So. Könnt ihr einen geben? Nee, ich hab. Danke. Nein, ist so ein Kaktustopf. Ja, aber. Nein! Du sollst diesen Kaktustopf nehmen! Nein! Alter, mit dieser Musik ist das so dramatisch. Nein! Ey, bring dich um! Nein! Ich hätte dich fast getroffen. Du warst nach einem Schuss zu tun, ne? Ich weiß. Aber warte. Jetzt darfst du schießen. Wo bist du denn, Wörter? Wo? Ja? Ich bin ja. Ach, weil du weggerannt bist. Ja, du darfst trotzdem jetzt schießen. Nein. Ich bin gerade anderweitig beschäftigt. Ich hab doch gesagt, ich bin beschäftigt davon. Wenn ich gerade bist, wo du gerade bist. Naja. Ich mach weiter. Ah, ich wollte Kies holen, genau. Ich muss sagen, ich bin vom Beton ziemlich enttäuscht. Ich mag den nicht so wirklich. Dann hab ich mir mehr erhofft. Welche Farbe hast du denn? Alle, also nicht alle, nee, nicht alle. Ich habe 9 verschiedene Farben genommen. Mal ganz im Ernst. Hellgrau, ich Grau, wäre dafür. Weiß, rosa, gelb, rot, schwarz und grün. Ich wäre liebend gerne dafür, diese fucking U-Bahn-Station im Creative zu bauen. Nein. Die ganzen Strecken, Alter, das ist so aufwendig. Nein. Es ist trotzdem mega viel Aufwand. Nein. Ja, ich sag nur, dass es ein großer Aufwand ist. Nein. Das ist nicht aufwendig. Ist nicht aufwendig, nein, Mario. Nein. Willst du gar nicht. Lehne das ab. Ihr wollt mich doch nur foltern. Nein. Gebt es doch einfach zu. Okay, ja, ich bin zu. Michi. Scheiße. Ja. Willst du auch Minecraft? Nein. Christian kann hell sehen. Er hat das vorausgesagt. Ja, ich will gleich etwas anschmeißen oder verändere YouTube. Ach, du willst Twitch? Wir streamen nämlich jetzt auch. Link in der Beschreibung. Ah, oh, cool, das wäre cool. Das heißt, du willst jetzt hier gleich noch den Stream. Streamen. Ja, aber nicht Minecraft. Ach so. Genau. Was streamst denn du dann? Was könnte wohl sein? Mit euch oder ohne euch? Kommt drauf an. Ja, wahrscheinlich ohne, weil ich habe gerade die Aufnahme gestartet. Stehe. Ja, gut, ich brauche schon ein bisschen lange jetzt in meine Station. Was voll lang. Denn immer so? Unterschiedlich. Rainbow, Player, Anons Battlegrounds. So. Stimmt, ja, Pokémon haben wir auch schon. Nein! Hallo? Ich muss da irgendwie auch. Ja, du bist noch hier. Wie bitte? Du bist noch hier, ja. Hallo. Ich. Irgendwie gerade habe ich niemanden gehört mehr. Leute. Oh. Kann mich auch nicht gehört. Ja, geh doch da hoch. Mario? Ja? Warum sind wir nicht in der Qualifikationsphase von Six Invitation dabei? Was? Montreal, du wolltest dich doch um die Tickets kümmern. Ja, wieso ich denn? Die Qualifikation wird gerade von Ubisoft Deutschland gestreamt.
Ja, aber... Und es ist angeblich nur ein deutsches Team dabei. Was läuft da falsch, Mario? Erzähl mal. Ich hab's eigentlich eingereicht. Nee, also es kann sein, dass es Ubisoft wieder verkackt hat, aber ich hab's eingereicht. Oder sind wir schon fürs Finale, für die Endrunde schon drin? Nee, eigentlich nicht, aber ich hab's eingereicht, aber... Ja, keine Ahnung. Was denn eingereicht? Quali dafür. Das ist komisch. Mann. Mario? Nee, ich bin's nicht schuld, es ist dann an Ubisoft. Ich hab's auf jeden Fall reingeschickt. Ja, Ende Februar auf jeden Fall, ne? Montreal, weißt du. Dafür hast du wenigstens die Tickets gekauft, dafür, dass wir es angucken können, ne? Was? Nee, das sollte eigentlich von Ubisoft mit drin sein. Ich habe jetzt angemeldet und sobald die uns dann angenommen haben, kriegen wir eigentlich auch die Tickets dafür, um dahin zu fliegen. Tickets, also, da wo es Tickets gibt. Also ich will definitiv nicht zusehen. Was nicht Tickets zusehen, dann? Wie andere unseren Pokal in die Höhe. Alter. Das ist unser Pokal. Genau. Den haben wir uns verdient. Au. Ey, wo wollt ihr denn mitmachen? Das erklärt dir jetzt unser ehemaliger Team-Captain Mario. Nein, ich bin kein Team-Captain. Ja, nicht mehr. Ich war es auch nie. Auch. Beim Rainbow Six Siege-Turnier. Ach so. In Montreal. Wir machen halt immer den Witz, dass... Macht Clemens da auch mit? Nein. Und wir machen da auch nicht mit, leider. Bei Mario, das wird verkackt. Hätte Clemens da mitgemacht? Nee. Nein. Wir ich weiß gar nicht, wie das generell war mit... hier dem Team. Wir haben ja hier in einem Team gespielt. Also sind jetzt zur Pyro gegangen erstmal. Und Clemens hat irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Und dann war der plötzlich, plötzlich in einem anderen Team angeblich. Da ist aber wegen... Inaktivität gekickt worden. Regt sich aber darüber auf, dass er nicht bei uns mitmachen konnte. Er wollte ja nicht. Ja, ich weiß nicht, was Clemens meinte. Wollte. Clemens ist einfach nur irgendwie behindert. Ich meine, du musst ihn ja am besten kennen. Und ne, das sagt sein Bruder. Genau. Ah, oh, wie geil, dass das aufgenommen wird. Und genau die Szene schneidest du nicht raus. Ich schneide eigentlich gar nichts raus. Kennst mich doch. Noch besser. Aber vielleicht machst du das irgendwie besser erkenntlich, dass man genau zu der Szene in diesem Video spulen muss. Ja, die zeigst du zweimal. Am Anfang des Videos, genau, und dann das ist quasi das Highlight. Dann nochmal so ganz erschrocken zurückspulen, dann nochmal Zeitlupe abspielen. Ja, vom Intro am besten so als Highlight. Genau. Ich muss mir für das ganze Husten eine Aufnahme, Entschuldigung, ich bin erkältet. Husten generell, auch wenn ich nicht erkältet bin. Nur weil es geil ist. Ich brauch mehr Holz. Achso. Entschuldigung, die mehr Hexen, Hass. Die Hexen können echt nicht zielen, ne? Nein. Weißt du, ich lauf so rum. Ein paar Sekunden später kriegst du so einen Tank irgendwo aufschlagen. Ich hab viel zu viel Erde. Das glaube ich nicht. Wo baust du, Leon? Auf dem Berg. Da wo Clemens, oder? Clemens hat ja auf dem anderen Berg gebaut. Okay. Also, auch da in der Nähe. Da bei der Holzbrücke hat der Clemens gebaut. Ja, kann sein. Ja, kann sein. Holzbrücke? Welche Holzbrücke? Also, ich baue da, wo im Nordosten der Stadt. Ah, da baust du. Okay. Da, wo, wenn man von der Kirche aus guckt, dann sieht man mich halt nicht. Wenn man dann auf den Berg raufgeht, sieht man mich. Verstehe. Warum hatten wir eine Kirche? Ich hab noch nie da eine Kirche. Den haben wir eine Kirche? Ja, im Norden von Mario Bahnhof. Hatte zuletzt einen Gottesdienst abgehalten, ja. Mal sehen. Alter. Was? Ja. Pfarrer geworden? Nee. Ja, das war so eine Trauermesse. Ja. Weil er weil viele gewechselt sind. Mit dem Unfall auf dem Parkplatz nicht geklappt hat, meinte er, ja, Frauen warum? Was? Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.